Hallo, ihr hört einen schönen Zusatz zu Minecraft. Ja, Entschuldigung. Jetzt muss ich noch kurz noch was einstellen. Ich habe gerade ganz vergessen. So, also man hört, ich bin ein bisschen besser bei einem gerade. Aber es ist immer so mehr auf, ob man auf und ab ist, das gefühlt momentan gerade. Ich hätte auch mal sagen, wir fahren jetzt mal ins Dorf, Obi. Schauen wir, was wir da noch so zum Planen haben. Weil, ja, da ein bisschen weiterbauen möchte ich jetzt die nächste Zeit. Gestern habe ich es so ganz hingekriegt, weil ich einfach komplett fertig war. Jetzt gerade geht's wieder, aber jetzt, also man, das ist eher so, so wirklich so, oh ja, jetzt gerade geht's, oh, jetzt geht's wieder nicht mehr. Es ist echt sad einfach momentan. Sad und unangenehm ist. Ich glaube, wir machen bei der Kirche einen großen Turm. Ich glaube, das ist doch mal besser. Bauen wir jetzt erstmal die zwei weg. Doch, wir können weg. So, ne? Irgendwie so. So, so. Genau. Schaut auch dann ein bisschen weird aus, aber das wird jetzt dann schon. So, also wir brauchen jetzt mindestens so vier Bretter. So vier. Das wird da so einzeichnen. Das ist zu groß. Wenn du das nimmst. Fast so groß wie das Ding. Außerschicht mit der Wick kurz. Hier können wir natürlich auch, dass man sagt, macht man das von der Außendinge so. Das schaut dann auch schon wieder doof aus. Lassen wir mal ein bisschen ausprobieren da. Und den Turm da bauen. Das ist dann doch schon essentiell irgendwie. Jetzt sagt, jo, wir machen mal von da, da. Aber das ist halt der Turm schon. Mehr oder weniger. Jetzt habe ich mal kurz schauen, ich meine,
Kreisding noch irgendwo. Wahrscheinlich, gell. Das schauen wir nicht mehr auf. Okay. Mal jetzt mal schnell neu auf. Dann noch mal schnell. Ach, das war das andere. Das war's, glaube ich, oder? Jo, das war's. Also. Wir könnten mal sagen, machen wir es 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ist halt sogar okay, sag ich. Ja, das schaut ganz gut aus. Oder muss kurz ein bisschen ausbuddeln. So, da. Genau. Ja, dann gehst du da durch. Da bist du dann in der Kirche. Da ist dann der Turm von Rohr. Prinzipiell kann man sagen, man macht Kirche nur größer. Man kann ja natürlich auch einen eckigen Turm aufbauen. Kann natürlich alles, man sagt, man macht einen eckigen hier. Der wo bloß 4x4 ist. Was sagst du jetzt einfach so? 4x4, dann war das ja so, gell? Ja, dann sollen wir irgendwie 5x5 oder so machen. Ja, ist auch schon wieder blöd irgendwie. Das ist auch schon wieder blöd irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr krank hat, dann sollen die so. So erst den Schwitzen kennt's und dann kommt's in so eine Schwitzphase rein und dann ist gefühlt überall jetzt kalt einfach um euch rundum, obwohl es bei euch einfach so 25 Grad hat. Ey, es ist so nervig sowas. Oder man macht mal die Kirchenform da hinten noch ein bisschen anders. Was sagen wir, gehen wir daher, sondern macht man dann einfach so. Dann irgendwie so. So, wir können ihn jetzt groß bauen, wenn er einen Baumer hat. So groß. So, jetzt sehen wir einfach mal da ein bisschen Kabel abbauen. Dann können wir eh ab und zu brauchen, so ein bisschen Bruchstein. Ist immer Apps. Da wahrscheinlich meine, mir geht es jetzt wieder super mega gut. Ich sag mal so, wenn man mal in das Schwitzen reinkommt. Mal schauen, wie gut das man wieder umgehen geht. Ja, momentan ist so in der Früh so, okay, ja, da geht's dann gut. Dann stehe ich auf und so, ja, gehst du in die Arbeit und so. Und dann, wenn ich in der Arbeit bin, dann geht's auf einmal echt scheiße. Das ist echt weird.
gehe ich mal jetzt noch in der Form. Hä? Ah, ich muss ja von dem da drum ausgehen. Ich tipp. Ich tipp. 1, 2, 1. So was. Also 1, 2, 1. Bam, bam. So. Müssen wir es nur ein bisschen umerziehen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diesen Shader, er schaut zwar mega geil aus, aber irgendwie macht er das ab der Nachtzeit so mega sad irgendwie. Ich weiß nicht, wie findest du, ist das... Andere ist irgendwie mehr farbenfroh, habe ich das Gefühl. Da bist du irgendwie so ein bisschen sad, wenn du das so anschaust. Zwischen streiten sich schon so zweit um den Platz. Da, wo kommst denn du eigentlich her? Wo kommst du her? What the? Seit wann hat da so viel unten? LOL. Hä, hey, aber das darf doch gar nicht mal laufen. Hä? Hey. Wie kennst du das eigentlich die ganze Zeit paaren? Oh, scheiße. Die droppt man schon außer. Also für unten. Müssen wir jetzt eigentlich mal schauen. Was die nicht machen, dass wir sie irgendwie abschalten können. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Vor allem jetzt funktioniert auf einmal dieses scheiß Ding, das sich selbst regelt. Boah, das schaut irgendwie so weird aus. Ich glaube, dass ich das da wirklich grob machen muss. Dass das besser ausschaut. Was sei. Schaut irgendwie so aus, ja. Jetzt muss ich bei mir kurz leiser machen, das schätze ich schon wieder. So, machen wir da mal so. Wie schaut das jetzt aus? Ja, das schaut schon besser aus, oder? Und dann sagt, da machen wir dann so... Keine Ahnung, das wird ja Kirche sein eigentlich. Aber es wird dann so eine andere Art von Kirche, sag ich jetzt gleich mal. Okay, dann haben wir dies. Das Haus werde ich noch bauen. Oh, geschälte Dinge. Das ist mir ganz dumm. So schön es manchmal ausschauen, diese geschälten Baumstämme, gell? Wenn du es halt abbaust, kannst du es für nichts anderes hernehmen mehr. Einfach ganze Dinger verballert. Ich bin doch gar nicht realisiert. Das einfach Bredel drauf an. So.
So. Ja, noch und noch wird das Dorf weniger und mehr gleichzeitig, indem wir hier. Ich meine, dass wir da gute, guten Mittelweg gerade haben. Wir jetzt ja nicht unbedingt alles auf einmal fertig und umbauen. Mich bloß nicht irgendwie nicht wissen oder so, oder nicht geplant haben, wie wir was bauen, einfach so dahin bauen. Ja, dann haben wir auch wieder das Geschiss, dass man nicht weiß, wie, wo, hier und was, wo, hier und wie groß und auch. Und so wird das wieder wegbauen und wird eh sowieso passieren, aber dieses scheiß Lederding, dass die Albe nur da ist. So. Klaus Schein machen wir doch. Ja. Ist so, ja, dass ich die dabei gerade habe. So, eine komische Glocken, die hängen mir dann auch mal wieder hier. Können sie mal rumtrenzen. Vor allem, wo ist der andere jetzt schon wieder? War doch vorher einer, der so rumgelaufen ist. Die muss man nicht verstehen. Ich weiß nicht mehr, wo der her ist. Keine Ahnung, was der da überhaupt treibt da. Mitten auf dem Feld oder auf dem Weg da. Ja, ja, stimmt. Die sind da jetzt da mal. So mindestens da auffüllen. Weil jetzt mal sagen, das machen wir jetzt auch mal gleich. Das ist auch sowas, was mich einfach schon die ganze Zeit nervt. Wenn man diese ganzen Blumen da überall am Links, kannst du mich hier immer überall alles dort ist und da ist und da ist hier. Irgendwie so ein Bergbau-Ding irgendwo her beim Village. Das Ding so ein Bergbau-Typen hätten. Ja, mal schauen. Bestimmt können wir da irgendwie was einrichten. Wenn man sagt, jo, das ist der Bergbau. Unsee. Ich weiß nicht. Ja, mal schauen. Einfach keinen mehr dabei. Schon weird irgendwie. Oh, ey, Leute, ist echt wieder da. Ich habe noch einen neuen Pulli, also mehr oder weniger neu. Und jetzt war ich vorher gerade duschen und jetzt fusselt der Pulli an mir ab. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber nicht, weil ich mich nicht abgetrocknet hätte, sondern weil die ganze Zeit so schwitz. Vom Krank sein einfach. Also man merkt es ja schon wieder, dass ich wieder besser rennen kann und so. Kopf ist jetzt gerade auch nicht so präsent. Aber allgemein halt, so Dings so, Alter. Ich wollte nicht irgendwas. So, ja. Da irgendwo was eingeschmissen. Hat da so Crap einer gehaut. Ganz einfach.
Kurzer FPS-Check. Ich weiß nicht, warum wir da bloß noch bei 38 FPS sind. Das ist was. Ist manchmal. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal so das Gefühl, ja, ich würde den PC verbessern. Gebe ihm mehr Sachen, dass er besser arbeiten kann. Und er wird einfach schlechter dadurch. Ich habe keine Ahnung. Manchmal frage ich mich echt. So, diese Gefahrenquelle schon mal weggeht. Dann füllen wir da noch ein bisschen auf. Aber das ist da ein bisschen angenehmes zum Gehen. Das beleuchtet dann nur mich. Das merke ich jetzt erst. Das ist aber nur wegen dem Shader, gell? Deswegen schaut das ja auch so sad aus irgendwie. So. Das ist ja voll dumm. Jetzt sind bitte diese Eifern da manchmal. Was? Früher hat es dafür extra Mod gegeben, dass du sagst, jo, Sachen, die wussten. Dass die Sachen in der Hand auch leuchten. Manchmal Dinge mal so wirklich, so ja, die alte Zeit, die war schon irgendwie ganz cool. Wenn du sagst so, was einfach da so 5-6 Mods eigentlich braucht, dass du normal so gespielt hast. Und jetzt. Jetzt übertreiben wir mal alle Menschen mit tausend im Motzen, so und ich so, ja. Für was brauche ich das so alles? Dass dann am Schluss ein Wettrennen rauskommt, wer als erstes fertig ist. Und ich so, Digga, Alter, dafür bauen die Leute meisten Leute fast gar nichts, oder? Einfach nur irgendwie was baut, dass was dort entstehen haben. Schon weird irgendwie. Ist schon irgendwie weird, oder? Immer schon so. So, die Frage ist, was brauchen wir alles noch? Also, das ist mal Schmiede. Weiß nicht, Schmiede kann man ja zwei oder drei bauen. Aber ich würde eher sagen, dass wir einfach eine große oder zwei große bauen. Ich wollte aber dann auch wirklich nebeneinander haben. Du sagst, da ist eine. Und dann kommt da die nächste oder so gleich. Die einfach einen anderen Ofen dann hat. Deswegen waren die anderen Sachen. Hey. Mal kurz das Deck Erden dafür. Okay. Dann machen die zum Beispiel die Ohren, machen Rüstung, die anderen brauchen Werkzeuge. Also gibt es nicht nur Ohren? Das habe ich jetzt lustigerweise habe ich seit einiges nicht mehr den Ding offert. Was auch nicht, warum man den zugemacht hat. Das ist jetzt schon echt unpraktisch, wenn du Trades nicht offert hast.
Hallo. Ey, das ist so unglaublich. Was Ursache ob. Oh ne. So, wie schaut jetzt die Store aus? Ah, das hat noch verehren, was noch grün werden muss, gell? Genau. Okay, ja, so. Da haben wir zugemacht. Da vorne haben wir die Kirche ein bisschen verbessert und ein bisschen adjustiert. Oder besser gesagt, richtiger gemacht oder ansehnlicher. Oder passender. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir das dann genau machen. Da hinten, da werden dann auf alle Fälle Felder kommen. Wie wir es halt bei uns halt ähnlich haben. Aber herunten ist halt eher unwichtig sozusagen. Da muss man jetzt so sagen, ah ja, da muss genau so viel da sein. Und da müssen genau so viel da sein von Dorfbewohnern. Also man kann schon sagen, so ja, mit dem wir jetzt einfach so 50 Leute her. Dass das nicht komplett weird ausschaut. Aber ich werde jetzt nicht sagen, so, ja, da müssen jetzt halt pro Fail der und der muss da, da sein, bei der Fläche, dass das alles automatisch abgehändelt wird und dann zu uns aufgekommen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil das ist mir einfach egal. Und. Ja. Mal schauen da. So. Also echt, dieses Samen zeigt mir. Früher war das ja echt teilweise schwierig, dass du die Samen gekriegt hast. Inzwischen wird er dir auch noch geschmissen, wie nur mal was. Das ist unglaublich. So, Daddy. So schön die Schafe manchmal ist, gell? Es ist echt so unpraktisch, wenn du irgendwas mal einen Block oder so abbauen möchtest. Aber mal. Ja, diese Plätze da, die werden wir auch noch ein bisschen umbauen. Diesen Berg, der wo da mittendrin ist, ja, mal ein bisschen begradigen oder so, was sanfter machen. Schauen wir uns das nochmal vor, Romo. Na ja, her. Wird schon. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Abo da und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge. Also, habe ich dir die.